Heute zu Gast ist Peter. Ladies and gentlemen, from Las Vegas, the kings of magic, Siegfried and Roy. Hallo. Hallo. Good. All right. Herzlich willkommen. Fabelhaft. Wir freuen uns, dass wir hier in Köln sind. Wir sind gerade von München und Berlin zurückgekommen. Wir haben unser Buch aus der Taufe gehoben in Deutschland. Yes. Ja. Können wir uns wieder setzen? Bitte. Ja, bitte. Ich kann nicht bitte so tun, dass ich, als ob ich überhaupt nicht nervös wäre. Ne? Euer Tiger, wie heißt er? Mantra? Das ist Mantra, ja. Und das ist eine, es gibt nur zwei männliche schneeweiße Tiger in der Welt und zwei gehören uns. Die zwei können uns. Er ist jetzt der Mantra, der ist jetzt, wie alt ist er? Drei Jahre alt. Ja, er ist gerade im Phantasialand, was ja auch hier in Köln ist, in Brühl. Und er feiert natürlich mit uns unser Deutschlandbesuch. Es ist ein Blitzbesuch, wir sind nur 5 Tage hier. Und also es haben ist vier sehr Stunden toll, geschlafen, in 5 Tagen 4 Stunden geschlafen. Ja. Jetzt ist er so, wenn man den Tiger hinten sieht, also nicht, dass man nervös wäre, aber ich meine, er ist ja ein ganz Lieber. Ne? Er ist ein ganz Lieber. Also mit ihm sind wir uns sicherer denn mit dir. Ehrlich? Ja. Was das Beißen angeht. Ja. Wie schafft ihr das, dass er doch so irgendwie, dass man meinen könnte, er ist wie so eine Hauskatze, dass er so ganz ruhig liegt? Ist das, weil er an euch gewöhnt ist? Ja, er ist conditioned, er ist bei uns geboren, er ist bei uns aufgewachsen, er ist ein Teil unserer Familie, wie alle unseren anderen Tieren auch. Und dadurch ist es eben relativ normal für uns. Für uns, nicht für andere Leute natürlich. Ja. Und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das so das Allernormalste wäre. Also es ist immer noch ein Raubtier, ja? Ja, ein Tiger wird immer ein Tiger bleiben und das wollen wir ja auch nicht ändern. Denn wir versuchen ihn nur eben in der heutzutagigen Zeit, dass sie mit uns zusammenleben, dass wir Menschen das verstehen, dass wir die Natur wieder respektieren müssen. Und besonders mit den weißen Tigern, die bereits ausgestorben sind in der freien Wildbahn als solches, dass wir eben die für die Menschheit mit erhalten. Und wir sind vor 10 Jahren mit dem ersten Zuchtpaar von dem Maharaja Rewe auf India angefangen und haben unterdessen, Gott sei Dank, 27 weiße Tiger. Die leben alle und noch? 5 Schneeweiße. Jawohl. Und 2 davon sind im Phantasialand in Brühl. Die leben da auch, ja? Ja, die leben da auch. Und für die habt ihr ja mitten in der Wüste von Nevada im Grunde ein Eispalast entworfen. Wir haben das größte Katzenhaus in Nevada, sagt man. Ne? 27 und dann haben wir noch schwarzen Panther, Schneeleoparden und so. Und das ist eine wunderbare Familie. Und das ist sehr schön, dass wir auch in unserer Show das dem Publikum so präsentieren können. Da führt ihr so einen kleinen Film vor. Nicht nur einen Film, sondern alle unsere Tiere sind mit auf der Bühne frei. Ja, das ist gleich. Ich meine, man sieht in dem kleinen Film auch, wie ihr so lebt. Das ja, es gibt einen Einblick. Und das ist ja auch knallharte Arbeit. Ihr tretet wie oft auf da in Las Vegas? 2-mal am Abend. Wir haben 2-mal am Abend 3000 Leute. Und ganz besonders unsere Landsleute, die sind jetzt ganz stark vertreten in Las Vegas und die spornen uns immer an und wir freuen uns immer sehr, wenn wir sagen, also haben wir Deutsche im Publikum, dann heißt es ja, aber dann die meisten sagen, ich komme aus Rosenheim. Ja. Also Roy sagt immer, nachdem was Rosenheimer zu unserer Show kommen muss, die Einwohnerzahl von Rosenheim, die Einwohnerzahl von Hongkong. Ja, Siegfried tut immer gerne sein Rosenheim und sein Bayern blocken. Ich bin jetzt mal froh, dass wir ein bisschen mehr nach Norddeutschland kommen, wo ich herkomme. Du hast jetzt genug gehabt in München. Wo aus Norddeutschland ist Nordenham? Ich komme von Nordenham. Ja. Blexen eigentlich ist eine ganz kleine Ortschaft gegenüber von Bremerhaven. Aber man ist natürlich stolz, wo man herkommt, ganz egal, wo es ist. Jetzt habt ihr hier dieses Buch gemacht und ich denke mal, wenn man diese Liste liest mit den bestverdiensten Showstars der USA, die ja auch gleichzeitig die der Welt sind, dann seid ihr also da noch mit dabei, mit doch einigen Millionen Dollar. Also Geld kann nicht mehr der Hauptgrund gewesen sein, warum wir dieses Buch gemacht haben. Nein, das ist gar nicht der Sinn und die Sache gewesen. Roys Idee war das. Und für mich erst, er kreiert immer die Situation und da muss ich mitmachen. Für mich war immer da ein Buch da zu lesen, nicht zum Schreiben. Aber Roy hatte da eine nette Idee und du kannst das ja jetzt erklären. Ja, wenn man so wie Sie und ich über 30 Jahre im Showgeschäft jetzt sind, dann hat man natürlich furchtbar viele Fans, die alle wissen wollen, wie ist es möglich, was macht Siegfried und Roy Klick und Tick.
So habe ich gedacht, naja, wie wollen wir es schreiben? Sollen wir es als Entertainer schreiben, als Illusionist, als Zauberkünstler? Genau, nur als Star, das ist gar nicht interessant genug. Die Leute wollen wissen, was ist hinter dem Star? Und so haben wir es geschrieben als Mensch mit den menschlichen Möglichkeiten. Ja. Denn nach dem Krieg sind wir ja alle angefangen mit quasi nichts außer unsere Träume und unsere Wünsche. Und das erfüllen wir uns heutzutage auf der Bühne und haben damit erreicht, dass unsere Show noch Fantasie hat. Hier haben wir zum Beispiel ein Foto, Siegfried noch als Ministrant. Oh, ja. Ja, in Bayern. Das ist so der erste Kontakt für viele mit dem Showgeschäft, die katholische Kirche. Ja? Ich meine das ganz ernst. Die älteste Show der Welt, und die braucht nie eine neue Nummer haben. Hier haben wir mit der ewig jungen Zsa-Zsa Gábor, die euch einen Preis verliehen hat. Die hat uns vor 2 Monaten den Award gegeben, die Auszeichnung der Magician oder den Zauberer des 10. Jahrhunderts. Des letzten Jahrzehnts. Und das sind hier eben, es gibt ja wirklich keinen Prominenten, keinen amerikanischen Topstar, der nicht irgendwie doch richtig scharf drauf ist, sich mit euch fotografieren zu lassen. Es ist ja nicht scharf drauf, sondern das ist ganz normal in Las Vegas. Die ganzen Stars, die dort auftreten, ganz normal kommen die zu Siegfried und Roy. Und es ist eine ganz nette Familie geworden. Wir haben davon gelernt, vom Sammy Davis zum Beispiel, Michael Jackson und Shirley MacLaine, Liza Minnelli. Und wir lernen ja nur davon. Und ich sage immer, man kann nur von dem Besten immer lernen. Und diese Kreativität, diese Energie, was die immer haben, das kommt auf uns zurück und dadurch werden wir noch wieder kreativ mit einem deutschen Schuss, mit einem europäischen Gefühl dazu, kombiniert mit einem amerikanischen Geschäft. Das macht sich nicht schlecht. Das funktioniert. Wer noch mehr von euch und über euch hören will, ihr seid noch bei Bio am Dienstag. Ja. Ausführlich. Da ist auch das Thema, glaube ich, ein bisschen deutsche Weltstars aus Deutschland. Da gehen wir ganz, bei Bio, da gehen wir ganz, also ganz tief. Da gehen wir ganz wirklich? Tief. Ja, da gehen wir tief. Können wir dann auch folgen so tief? Ja. Und wir sind dann natürlich noch in Köln. Wir unterschreiben für ein paar Stunden unser Buch, euer Buch. Das ist keine Werbung, sondern eine Kaufaufforderung. Genau. Und ich sage, vielen Dank, dass ihr hier wart. Das sind wir jetzt schon fertig. Nein, ihr seid noch nicht fertig. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Eine kleine Überraschung? Eine kleine Überraschung haben wir noch für euch. Ich darf euch bitten, noch einen Augenblick hier Platz zu nehmen mit eurem lieben Gast, mit eurem lieben Freund. Ja? Und wir haben eine Serie hier, wo wir uns also sehr um die Hausfrau bemühen. Das ist also eine Serie, die heißt Superstein, Retter der Hausfrau, sehr beliebt. Da sehen Sie jetzt die neueste Folge und im Anschluss daran gibt es noch für Siegfried und Roy eine kleine Überraschung. Trotzdem jetzt schon ganz herzlichen Dank für euren Besuch. Siegfried und Roy, danke. Danke, haben wir uns gefreut. Okay, bis gleich noch. Ja?